Friends for Harley Davidson grüßt alle seine Mitglieder und heute möchte ich mal auf die Frage eingehen, wie machst du deine Videos, welche Kamera benutzt du, wie machst du die Bilder während der Fahrt und ja, meine Videos setze ich ja immer aus verschiedenen Teilen zusammen, also einmal aus den Videos während des Fahrens oder aus Fotos mit dem Smartphone oder auch mit der Drohne, aber jetzt möchte ich erstmal nur die Frage beantworten, welche Kamera benutze ich während der Fahrt und ich bin halt Fan von der GoPro, also ich benutze die GoPro und aktuell benutze ich noch die Sima GoPro, die ich entweder hier vorne am Windschild befestige oder an den Highway Packs, auch manchmal mit Blick nach hinten oder am Helm habe ich sie auch schon mal gehabt. Das funktioniert auch alles sehr, sehr gut, weil sie hat einen Bildstabilisator, sie hat eine große Speicherkarte drin, also man kann auch wirklich eine ganze Menge Videos machen. Sie ist wasserdicht, also auch wenn mal ein Regen kommt, muss man nicht gleich die Kamera abbauen, das finde ich auch super. Und sie ist leicht, also sie ist auch wirklich gut und einfach zu bedienen. Negativ bewerten muss ich allerdings die Akkulaufzeit, die ist wirklich sehr begrenzt, also man sollte da auf jeden Fall Ersatzakkus bei haben, beziehungsweise die direkte Verbindung, dass man immer Energie hat. Und was auch noch negativ zu bewerten ist, dass natürlich die Bedienung während der Fahrt nicht ganz so einfach ist. Man muss sich da ein bisschen einfummeln und ein bisschen ja, wissen, wie und wann man welche Sequenz aufnimmt oder aufnehmen möchte. Mein Tipp dazu ist, viele kleine, kurze Sequenzen filmen, weil das Runterladen, ja, je länger der Film ist, halt auch ein bisschen länger dauert. Ich mache das immer gleich mit dem Handy oder iPad und das dauert dann halt ein bisschen, bis das alles runtergeladen ist. Deshalb lieber kurze Filme und dann lässt sich das auch besser verarbeiten. Was uns aber nicht interessiert, ist, ihr wollt ja gar nicht filmen, ihr wollt ja nur fahren. Das wissen wir, dass da einige Leute absolute Gegner sind. Das könnt ihr aber auch gerne für euch behalten, weil das interessiert uns nicht. Was uns interessiert ist, welche Kamera benutzt ihr? Was habt ihr für Tipps? Was kann man machen, um gute Videos zu drehen? Um ja, schöne Erinnerungen zu haben im Urlaub oder was auch immer. Ich danke euch. Alles Gute, gute Fahrt.